wenn man so eine Auszeichnung erhält, dann macht man sich selber auch mal Gedanken, was so alles in der Zeit ablief von dem Beginn meiner Tätigkeit in der FDP. Auch vielleicht noch ein ganz kurzer Satz zurück. Neureuth war ja nach dem Krieg geprägt und von der Aufbauarbeit, wie viele andere Orte auch. Aber in Neureuth war ein besonderes, dass wir über 3000 Heimatvertriebene hier ansiedeln mussten. Und ihr seht, eine Parallele zu heute ist fast wieder gegeben. Hier hat sich aber damals ganz verstärkt unser Adolf Ehrmann, nachdem das Adolf Ehrmann-Rat benannt ist, als FDP-Bürgermeister, damals noch FDP-DVP. Die Farbe gefällt mir fast ein bisschen besser wie unsere heutige Farbe. Man es gar nicht mehr richtig erkennt, ob es FDP ist, aber das nur in einem Nebensatz. Er hat sich dort sehr hervorgetan und wir haben aber auch die FDP ihn unterstützt mit starken Fraktionen hin bis zu 39% Stimmergebnis bei Kommunalwahlen. Als dann 1964, und das war so die Zeit, als wir beide aktiv wurden, seine Amtszeit geendet hat, war unser Parteifreund Hermann Mainzer, damals Vorsitzender der Turngemeinde Neureuth, im Kreistag, im Gemeinderat von Neureuth tätig. Er hat sich bereit erklärt, für hier zu kandidieren als Bürgermeister. Und genau die Zeit, die dann folgte, die hat mich wieder sehr nachdenklich gestimmt, zu was manchmal auch die politischen Kräfte fähig sind. Es war nämlich folgendes Problem. Wir hatten dann plötzlich vier Kandidaten. Einen Kandidaten der CDU, der SPD, einer Freier Wähler, der hier im Rathaus tätig war, und Hermann Mainzer. Im ersten Wahlbezirk, oder in der ersten Wahl hat niemand die absolute Mehrheit erhalten. Es wurde also ein zweiter Wahlgang notwendig. Und jetzt kam etwas, und das ist Demokratie in der untersten Schublade, auch das haben wir erlebt, dass hier in Neureuth einmal der Freie Wähler, der hat sich zurückgezogen, er hat keine Chance für sich gesehen, und der Kandidat der SPD hat in Neureuth bei einem, weil Neureuth sieht wieder bei der Weltschneider, eine starker Anhang für die SPD vorhanden war, hat er seine Wahlplakate überkleben lassen. Wir wählen jetzt gemeinsam Emil Nagel, so hieß der Kandidat der CDU. Das war ein Aufschrei, was da in Neureuth stattgefunden hat, bis hin, dass ganz starke und sehr in der Grundhaltung engagierte SPDler bei uns angerufen haben, bei den Liberalen, holt mir das Plakat ab, das gibt es nicht. Wir sind doch nicht bereit, mit den Schwarzen gemeinsame Sache zu machen. Es war so, auch das, was in den 60er Jahren die Sache mitgebracht hat. Er hat dann die Wahl gewonnen, Hermann Mainzer, hat die absolute Mehrheit erhalten im zweiten Wahlgang. Aber die beiden größeren oder großen Parteien konnten das nicht verschmerzen. Sie haben also Jahre gebraucht, um auch mit ihren Mehrheitsverhältnissen ihm sehr schwierige Arbeit zu machen. Das ging bis hin zu seiner Eingruppierung als Bürgermeister. Und auch da hat man mit der Mehrheit das alles verhindert, was möglich war. Erst 1968, als die neuen Wahlen waren, es gab damals übrigens, ich habe es in meiner Abschlussrede im Ortschaftsrat erhalten, es gab dort das rollierende System der Kommunalwahl, das wissen ja viele nicht mehr, es wurde alle 3 Jahre gewählt. Und es wurde immer die Hälfte des Gemeinderates neu gewählt, aber dann auf 6 Jahre. Erst 1975 war dann wurde das dann einheitlich gehandhabt auf 5 Jahre. Also 1968 kamen dann sehr viele neue Leute in den Gemeinderat der Gemeinde Neureuth, sowohl bei der SPD, CDU als auch bei der FDP, und es hat dort dann auch eine politische Kultur einzugehalten, die nicht mehr geprägt war von den sturen Verhaltensweisen nach der Bürgermeisterwahl. Also wir hatten dann aber auch die Möglichkeit, es war die Zeit, als Neureuth aufgeblüht ist zur größten Landgemeinde von Baden-Württemberg mit fast 14.000 Einwohnern.
Man muss sich erstmal vorstellen, das ganze Zentrum hier gab es damals noch nicht. Die Badernanthalle wurde 1977 eingeweiht. Es gab noch kein Schulzentrum in Neureuth. Es gab kein Baugebiet Oberfeld. Es gab keine Erweiterung Vogelsiedlung. Auch Erweiterung Heide. Das alles war in der Zeit die Aufbruchstimmung der Entwicklung von Neureuth. Und man hat ja so ein bisschen geliebäugelt. Man könnte es hier eine große Kreisstadt im Norden von Karlsruhe etablieren. Im Gegenzug dann natürlich auch um den Wunsch der Stadt mit dem Satz, dass der Pfahl im Fleisch der Stadt, hat es ja geheißen, weil wir zu nahe an Karlsruhe gebaut waren, könnte man die Eingemeindung verhindern. Und heute darf ich auch mal noch eines erwähnen, was nicht immer so ganz, weil ich gerade Manfred Will sehe, als die Eingemeindung immer gefährlicher für uns wurde, haben wir in Geheimgesprächen in Eggenstein uns getroffen. Ich war mit dabei, deswegen weiß ich das genau. Bürgermeister von Eggenstein, Doppler, Übelherr Lebelshafen, Neureuth, Hermann Mainzer mit den Gemeinderäten und haben gedacht, wir könnten durch eine große Kreisstadt im Norden von Karlsruhe die Eingemeindung verhindern. Es ging aber eine Zeit lang gut, die Diskussion. Aber irgendwann haben die Ecksteiner und die Lebenshafner gemerkt, ich habe ihnen erreicht, wenn wir das machen, dann schnappt Karlsruhe alle. Dann sind auch wir in der Eingemeindung weg und dann, das wollen wir nicht. Also sie haben sich aus den Gesprächen zurückgezogen. Wir haben dann freiwillig Bürgerbegehren durchgeführt mit über 80% Wahlbeteiligung, was ich mal vorstelle, wie das heute wäre, wenn über 80% zur Wahl gingen. Bei 97% Gegenstimmen gegen die Eingemeindung. Und dann kam der Landtag von Baden-Württemberg, hat gesagt, diese Freiwilligkeit, die akzeptieren wir nicht. Ihr müsst noch einmal wählen. Und dann passierte das Gleiche wieder mit über 80% Wahlbeteiligung, wieder 97% gegen die Eingemeindung. Aber das hat alles nichts gelöst. Der Staatsgerichtshof hat nachher endgültig entschieden. In dieser Klage hat sich auch Karlsruhe Land angeschlossen, weil die wollten ja verhindern, dass Neureuth aus dem Bereich rausgebrochen wird, weil es ja auch ein sehr starker Zahler war, der Kreisumlage. Aber es hat alles nichts genutzt, wir wurden eingemeindet und jetzt war für uns natürlich, das war so ein bisschen die Geschichte, was tun wir jetzt? Irgendwie waren wir doch so ein bisschen geknickt und das war, denn es war eigentlich deutlich zu merken, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, Recht hat nicht der, der Recht hat, sondern Recht hat der, der die Macht hat. Und das haben wir ganz verstärkt bemerkt bei der Frage der Eingemeindung. Ich war dann selbst auch mit dabei, mit Gerhard Kretschmer, der vielleicht noch viel in Erinnerung ist, bei den Eingemeindungsverhandlungen im Haus Röms. Wir haben versucht, alles das zu erreichen, was auch die freiwillig zur Karlsruhe gekommenen Gemeinden erreicht haben, sei es Kötzingen oder andere Gemeinden. Also man war da auch bereit, das so zu akzeptieren, dass da kein Nachteil entsteht für Neureuth. Vielleicht noch, bevor ich weiterfahre, noch einen Satz zurück, wir haben das ja erwähnt, Jungdemokraten. Jungdemokraten, das war die Jugendorganisation und wir waren da nicht immer einer Meinung, auch damals nicht mit der FDP. Ich kann mich noch erinnern, wir haben einige Dinge gefordert, die denen nicht gepasst haben. Unser Höhepunkt war mal, Jürgen, du warst es noch, wir haben mal ein Kirchenpapier verfasst. Trennung von Staat und Kirche, Einzug der Gegensteuer nicht mehr über das Finanzamt. Holje, da war was los. Unser Bezirksvorsitzender August Behr, FDP von Neureuth, Kreistag, Gemeinderat und Vorsitzender der Landessynode der evangelischen Kirche, hat uns zu sich gebeten. Wir haben dann wir mussten da wieder zurückrudern. Aber das ist ja auch eine Sache, die die Jugend mal darf. Sie darf auch mal über das Ziel hinausschießen. Aber ein wichtiger Punkt für uns, und das wissen viele heute nicht mehr, wir hatten gefordert Wahlalter 18. Denn damals war nämlich Wahlalter 21. Und das passive Wahlalter war 25. Deswegen konnte ich als Erst mit 26 das erste Mal kandidieren, 1968. Das haben wir erreicht. Wahlalter 18 wurde eingeführt.